Jetzt würde ich gerne euch ein bisschen das Mikro zur Verfügung stellen. Ich komme zu euch, wenn ich es schaffe. Und zwar haben wir uns gedacht, ich meine, es ist jetzt natürlich ein bisschen eine kritische Zeit. Der Sommer steht bevor. Die Personaldecke ist sehr dünn, weil beim Team der Donnerstagsdemo ein Teil des Teams wird sich ja in den Wahlkampf verabschieden. Also werden wir noch ein bisschen schwächer sein, als schon geplant war. Die Frage ist, machen wir weiter oder sagen wir, okay, jetzt haben wir Atempause, jetzt haben wir mal die Regierung los, Ziel erreicht, jetzt bis auf Weiteres tun wir uns mal ausraschen und schauen dann, wie die Regierung ausschaut, ob wir denn uns wieder aufraffen. Die Frage steht hier im Raum. Was denkt ihr darüber? Weitermachen. Ich bin für Weitermachen. Ich finde, die Donnerstagsdemo hat sich da gut eingebürgert, hat echt tolle Qualität, tolle Beiträge gebracht. Also bitte, bitte weitermachen. Okay. Gibt es noch weitere Stimmen? Okay. Ich darf auch weitermachen, aber es kommt darauf an, ob ihr das überhaupt schafft über den Sommer. Und wenn du sagst, die Personaldecke ist so dünn und man, ja, es ist auch ein rechter Mordsaufwand, das zu organisieren. Und ich würde das ein bisschen davon abhängig machen. Wenn ihr sagt, ihr braucht eine Pause, finde ich es auch okay, wenn man bis September Pause macht, würde dann im September wieder starten. Aber das müsst ihr entscheiden. Also ich bin auf jeden Fall dabei, wenn ihr es weitermacht. Okay, ich habe jetzt gehört, weitermachen. Ich habe gehört, wenn es weitermacht. Es geht natürlich darum, dass wir Verstärkung brauchen. Also wir brauchen weitere Leute, die mit bereit sind, Dinge zu tun. Kleine Sachen, größere Sachen, Sachen organisieren, im Hintergrund arbeiten. Es muss auch nicht auf der Bühne sein, aber das braucht es, damit eine Weiterarbeit möglich ist. Bitte noch weitere Wortmeldungen, vielleicht inhaltlicher zur Regierung, zur aktuellen Regierung. Ich meine, es ist ja so, dass wir jetzt die Chance haben, diese Zwischenregierung mit bestimmten Forderungen auch zu konfrontieren. Zum Beispiel, dass der Korruption ein Riegel vorgeschoben wird. Ich meine, es ist ja so, dass die Korruption beim Ibiza-Video super dokumentiert ist, dass die FPÖ, der Strache und der Gudenus, eine hohe kriminelle Energie eingesetzt haben, um an die Krone zu kommen, also die Redakteure oder die Journalisten auszutauschen, dass die Krone aufkauft wird zur Hälfte. Das war das Ziel dieser Aktion, dass ein russischer Oligarch die halbe Krone kauft und dann zack, 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 die kritischen Journalisten abgesagelt werden und andere etabliert werden. Und als Dank für das, dass man die Linie der Krone so ändert, dass die FPÖ gepusht wird und stärkste Partei wird, soll es Staatsaufträge geben, Bauaufträge zu überhöhten Preisen, Wasserprivatisierung, wo der Oligarch mitschneiden kann und so weiter. Also ganz offen hat die sich selbst als soziale Heimatpartei nennende Publikumszeit. Okay, ich halte schon wieder ein Referat. Entschuldigung. Ja, Korruption als Stichwort. Wer mag was sagen? Oder auch andere Themen. Was können wir tun, damit der Bürgelkopf geschlossen wird? Du hast eine Rede gehalten. Vielleicht gibt es Vorschläge. Briefe an die Politik schreiben. Briefe an die Politik schreiben und Forderungen stellen. Eine Mitdemonstrantin hat gesagt, den Landeshauptmann Blatter in die Pflicht nehmen, dass er da was unternimmt, dass man mehrere Personen zu ihm gehen, sie wird mitgehen.
finde es eine super Idee, zum Landeshauptmann zu gehen. Und die Idee überhaupt, die ganzen Politiker anzuschreiben, wird auch Zeit, damit die einfach merken, was bei den Menschen abgeht. Und ich habe da was mitgebracht, das ist symbolisch für uns alle, möge es Leichtigkeit bringen, eine Feder vom Truthahn. So, Publikumszeit, eure Zeit. Ihr seid eingeladen, zusammen, was ihr gut findet, was man besser machen könnte. Forderungen an die Regierung, Kritik an der Regierung, Zustimmung. Ich finde es ja zum Beispiel schön, dass die Wortwahl der Regierung sich schon stark geändert hat. Allein durch das neue Personal, dass zum Beispiel eine Bundeskanzlerin hergeht und sagt, sozusagen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe in Österreich wohnhafte Menschen. Das haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehört. Das ist schon was. Das ist ein nettes Ende vom Lied, aber finde ich begrüßenswert. Ich finde es auch begrüßenswert, dass der Goldgruber verhindert worden ist. Das ist auch keine Kleinigkeit, aber natürlich ändert das noch nicht den Kurs. Okay. Wie zuversichtlich seid ihr denn, dass man was erreichen kann? Wir sind heute ein bisschen über 50 Leute gewesen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn wir weniger sind, dass man daran glaubt, dass diese Sache Erfolg haben kann. Wie geht's euch? Also auch so Zweifel am Platz in der Publikumszeit. Ja, danke Wilfried. Liebe Leute, ich muss jetzt auch was sagen. Und zwar, der Wilfried hat das bereits davor schon angekündigt. Er hat gesagt, einige von uns werden sich im Wahlkampf verabschieden. Und zwar gilt es auch für uns, für mich und für andere. Wir haben bei der Donnerstagsdemo mitgemacht und bis heute halt eigentlich immer mitorganisiert. Seit 15. Oktober sind wir dran. Und als dann das, also wir haben das auch immer, also wir haben wirklich mitgefühlt mit allen Redebeiträgen, mit allen Perspektiven, die in der Donnerstagsdemo präsentiert worden sind. Ob es die Fraueneinrichtungen waren, die Migrantinnen, die Geflüchteten, die einfach da mit Tränen in den Augen geredet haben und über ihre Situation berichtet haben, die Sozialeinrichtungen und einfach auch der ganze Rassismus, der jetzt immer stärker geworden ist in den letzten 1,5 Jahren. Und das hat uns nicht unberührt gelassen. Und dann war das Video, und als das Video gekommen ist, da haben wir uns gedacht, also ich und noch ein paar Leute, hey, es ist jetzt echt Zeit, dass es was anderes gibt. Und dann haben wir uns österreichweit auf den Weg gemacht, sie 7 Leute waren wir, haben mit der KPÖ geredet, mit der Linke, mit anderen Initiativen, haben wir gesagt, Leute, tun wir uns zusammen und wenn wir es hinkriegen, die ganz erfolgreichen Regional- und Lokalbewegungen und Parteien und Fraktionen, tun wir uns zusammen und versuchen wir was auf die Beine zu stellen und wir sind einfach auf das gekommen, dass sogar die KPÖ, die sind seit zerstritten intern, zwischen der Steiermark, die sehr erfolgreich ist, und der Bundes-KPÖ, auch daran gedacht haben und gesagt haben, wir wollen nicht mehr streiten, der Luxus der Spalterei, den können wir uns nicht mehr leisten. Und dann sind wir drauf gekommen, dass einige ganz prominente Leute auch bekannt sind, also politisch prominente Leute da auch mitmachen würden. Somit wird es jetzt ziemlich fix und in 2 Wochen ist die Pressekonferenz und ich habe mir gedacht, die Donnerstagsdemo Innsbruck soll einfach jetzt davon als erstes hören. Es wird eine linke Sammelkandidatur geben in Österreich und mit dem Ziel, das als Kickoff zu sehen und auf die nächsten 10, 15 Jahre miteinander zu arbeiten, um wirklich eine linke Partei in Österreich auch zu gründen
heraus aus den sozialen Bewegungen der verschiedenen Bundesländer. Und wir in Innsbruck haben uns gedacht, wir wollen einfach unseren Beitrag dafür leisten und wir werden als gewerkschaftliche Linke und Alternative für die Innsbruck uns daran beteiligen und werden diese Bewegung auch in diesem Wahlkampf in Österreich jetzt am Ende September mit unterstützen. Und deshalb ist es jetzt für uns ganz wichtig gewesen, rechtzeitig zu sagen, dass wir bei der Donnerstag-Demo-Organisation, die ja wirklich überparteilich ist, niemand mitmachen können und rechtzeitig auch unsere Aufgaben übergeben werden. Deshalb wären wir total froh und dankbar. Es wollen Leute mitmachen, weitermachen von uns. Und wenn wir ganz froh und dankbar, wenn sich Leute melden, können die unsere Aufgaben übernehmen und diesen Donnerstag im Park, der jetzt einmal im Monat hier im Walterpark stattfinden soll, einfach weitermachen. Weil wir sind der Auffassung, die Donnerstagsdemo ist, wir haben echt viel geleistet, jetzt im ganzen Winter, in der ganzen Eiseskälte, wir haben echt viel gemacht. Und jetzt soll die Donnerstagsdemo, das war die Idee, als Donnerstag im Park jetzt sozusagen weitermachen, als Informationsveranstaltung. Und wenn wir was zu feiern haben, dann feiern wir, und wenn wir was zu informieren haben, dann informieren wir uns gegenseitig. Aber wenn's, jetzt ist halt die Frage, und der Wilfried hat es ja richtig gestellt, entweder machen wir dann eine Sommerpause, oder wir schauen, was im Herbst kommt und reagieren dementsprechend. Aber es passiert ganz viel, dass man nicht planen kann. Aber es passiert da so viel, wirklich viel, dass man Empathie zeigen muss und auf diese gesellschaftlichen Gegebenheiten reagieren muss. Wir können nicht sagen, was in 2 Monaten passiert oder in 3 Monaten. Das, was wir bitten, ist einfach, dass man die Augen und Ohren offen hält und Rassismen und Sozialabbau, Spaltung der Gesellschaft und Politikerprivilegien, und wir sehen, wie käuflich sie sind. Wir sehen, wie sie sich kaufen lassen. Wie sie nicht dem Steuerzahler dienen, sondern denen dienen, die ihre Wahlkämpfe finanziert haben. Und es braucht einen zivilgesellschaftlichen Widerstand, aber es braucht auch einen Widerstand in Parteiform, wie auch immer. Es braucht einen Widerstand auf allen Ebenen. Und da laden wir einfach ein, Teil dieses Widerstands zu sein. Danke. Danke, Leset. Wir sind da ja ein bisschen unterschiedlicher Meinung, ob dieses Wahlprojekt aussichtsreiches ist. Ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil es meiner Meinung nach zu wenig transparent und zu wenig breit angelegt war, aber Sie werden es versuchen. Wir werden versuchen, weiterhin kritische Fragen zu stellen. Wir werden versuchen, die Komiteearbeit weiterzumachen. Wir werden die Fragen auch dieser Partei stellen. Wir werden sie aber auch allen anderen stellen. Wir werden eine Veranstaltung, haben wir uns gedacht, dass wir es machen im September, wo wir die Wahlprogramme bzw. natürlich im Licht der Praxis der verschiedenen Parteien unter die Lupe nehmen und das abklopfen sozusagen. Also wir sind der Meinung, dass es während dem Wahlkampf und auch nach der Regierungsbildung, die wahrscheinlich um die Jahreswende passieren wird, weiter eine kritische Stimme der Zivilgesellschaft braucht und dass es eine breite Bewegung braucht. Ein bisschen einen Vorgeschmack haben wir schon gekriegt von den Schülern und Schülerinnen, die 9000 Schülerinnen in Innsbruck auf die Straße gebracht haben. Das finde ich, ist schon ein guter Vorgeschmack, was auch in Österreich und in verschlafenen Tirol möglich wäre. In einem Sektor nur die Schüler, Schülerinnen. Und da waren noch nicht einmal alle dabei. Und so ähnlich wünsche ich mir, dass wir Bewegung auf die Füße stellen, langfristig. Und alle einen Beitrag dazu leisten. In den Betrieben, an den Universitäten, in den Wohnbereichen und so weiter. Für eine Umkrempelung der Gesellschaft, Richtung einer solidarischen Gesellschaft, Richtung einer klimagerechten Gesellschaft und im Geist des Internationalismus, im Geiste, dass alle Menschen eins sein und es keine Insellösung gibt für Tirol
oder für Innsbruck oder für Europa, sondern nur solidarische Lösungen, wo alle Menschen mitgedacht sind und mitreden können. Jetzt sind wir Bella Ciao. Voll deine Stimme komplett weg. Christine, wo bist du? Such a shame to be.